Heute, meine Damen und Herren, vereinen wir Eusebio und Cristiano Ronaldo. Eusebio war ein portugiesischer Fußballprofi mosambikanischer Herkunft. In Anspielung auf seine katzenartige Spielweise wurde er von dem englischen Journalisten Desmond Hackett Pantera Negra genannt. Und Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, der kann einfach ganz gut. Und damit würde ich sagen, yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren Ich vereine diesen und diesen Spieler auf meinem Kanal. Nachdem wir das letzte Mal Maradona und Messi vereint haben, haben wir alle in die Kommentare geschrieben. Hier könnt ihr sehen, Top-Kommentar für einmal Cristiano Ronaldo und Eusebio miteinander. Auf Fusion angelehnt, so. Und genau das werden wir heute machen. Eusebio und Cristiano Ronaldo. Aber der Typ ist unnormal teuer. 2,78 Millionen? Ja, okay. Egal. Ich habe die Coins ja sowieso. Eusebio ist schon mal dabei. Guckt ihr euch an. Wunderschön. Und an der Stelle muss man nochmal sagen, RIP, Bro. Auf jeden Fall hoffe ich, du bist an einem wundervollen Ort. Aber bevor wir jetzt noch hinzufügen, könnt ihr alle erstmal einen Daumen hoch da lassen. Das wird mich auf jeden Fall übertrieben freuen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir wieder knapp 9000 Likes rausgeknallt für dieses Format. Wenn wir nur annähernd daran kommen, wer will, wenn wir drüber kommen, hättet ihr die Challenge gewonnen. Machen wir so, okay? Also, damit ihr es nochmal checkt, das Ziel sind es, 9000 Likes zu knacken. Danke für euren Support, Freunde. Lasst ein kostenloses Abo da. Und jetzt würde ich sagen, erzähle ich euch nochmal die Geschichte über den Spieler, den ich mir jetzt einfügen werde. Wenn ich hier nach Cristiano Ronaldo suche, dann kommt er auch. Dann kommt er mit einem Basic Chemistry Style. Und wenn ich die R3-Taste drücke, dann steht da oben Erstbesitzer. Warum? Das blende ich euch jetzt nochmal kurz ein, was letzte Woche passiert ist. 88er Walkout. Ronaldo! Ronaldo! Es ist einfach passend. Wir haben ihn letzte Woche im Headliner-Pack-Opening gezogen und diese Woche kommt die Kombination aus Eusebio und Ronaldo. Und wenn ihr denkt, dass ich bei diesem Team hier gespart habe, dann täuscht ihr euch sehr. Denn ich butter hier heute meine ganzen Coins in dieses Team. Und Freunde, wir werden die Food Champions Quali zocken. Ich brauche noch einen Sieg. Den Rest verschenken wir dann, weil wir korrekt sind. Und dann öffnen wir die Rewards, die wir daraus bekommen, okay? Also sollte ich das Spiel hier heute gewinnen. Das werde ich. Versprochen. Also wenn die beiden keine Tore schießen und ich das Spiel verliere, dann stoße ich die beiden ab. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Aber Eusebio muss erstmal dahin. Und dann fange ich auch mal heute hinten an, weil ich das letzte Mal vorne angefangen habe. Also mit dem Torhüter. Und den müssen wir uns erstmal kaufen. Ich glaube, als Torhüter kommt nur einer in Frage und das ist Casillas, Mann. Er war eine Real Madrid-Legende. Er hat zusammen mit Cristiano Ronaldo sehr viel geholt und deswegen holen wir uns hier diesen Casillas ins Tor. Ich hoffe, er ist kein Fliegenfänger und ich hoffe, er hält ein paar Bälle. Nicht so wie Schmeichel das letzte Mal oder wen wir hatten. Da musste ich direkt wieder Van der Sar holen, weil er beim Gegner viel besser war. 189.000 Münzen gekauft. 3,2 Millionen habe ich noch. Die geben wir auch aus, oder? So, Ronaldo, erzähl mal, wie fühlst du dich mit dem Casillas im Team? Gute Erklärung, danke dafür. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den beiden Außenverteidigern. Warum die Außenverteidiger? Weil sie krass sind. Und ich habe mich nicht lumpen lassen und habe mir Roberto Carlos in seiner Prime geholt. Weil er in der Prime einfach auseinandergenommen hat. Und er muss ins Team mit rein. Er ist auch eine Real Madrid-Legende. Genauso wie Casillas. Und deswegen haben die beiden auch Legendenkarten. Und der spielt zusammen mit Eusebio, Casillas und Cristiano Ronaldo in einem Team. Das ist super. Und er kostet 1,339 Millionen Coins. Scheiße. Ich bin gleich pleite. Mein armer Gegner, der mich gleich in der Food Champions Quali treffen wird. Denn auf der rechten Seite spiele ich einen Kandidaten, den könnt ihr auch sehen. Es ist Hakimi. Ja, Freunde, es ist Hakimi. Und der ein oder andere schlaue Fuchs unter euch weiß vielleicht jetzt schon, wer mein rechter Innenverteidiger wird, wenn ich Hakimi spiele. Richtig. Es ist Ramos. Ey, es ist Ramos. Once to watch. Komm in mein Team, Brudi. Ramos. Auch eine absolute Real Madrid-Legende. Ich bin gerade am Überlegen, wen hättet ihr eigentlich genommen? Hättet ihr Roberto Carlos genommen oder Marcelo? Wer passt besser zu Cristiano Ronaldo? Ich weiß es nicht. Ich nehme aber Roberto Carlos, weil Marcelo keine Flashback-Karte hat und Roberto Carlos die bessere Verteidiger-Karte hat. Deswegen, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht warum, Freunde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die beiden, also der, den ich jetzt einfüge, bumm, und Cristiano Ronaldo beste Freunde sind. Sie haben zusammen bei Real Madrid rasiert. Varane wechselt zu Man U. Was passiert? Cristiano Ronaldo wechselt hinterher. Hä? Ich glaube, die mögen sich. Die müssen sich mögen. Oder nicht? Und der Typ muss zusammen mit Cristiano Ronaldo in diesem Team hier spielen. Ja. Ich glaube, ihr merkt schon, wohin das Ganze führt. Wir bauen gefühlt gesamt Real Madrid von früher so in einem Team zusammen. Und Eusebio. Der hat damals aber nicht bei Real gespielt. Der hat mehr bei, hier könnt ihr es sehen, Benfica seine Karriere absolviert. 614 Spiele, 638 Tore. Der hat, was ist das für eine Bilanz?
Junge, wie gut! Jetzt wisst ihr auch, warum der Typ so eine krasse Icon in FIFA hat, weil der... Aber wie oft bist du gewechselt? Guck mal, wie viel im Verein der gespielt hat. Hilfe! Americans sogar. LV Quicksilver, was ist das für ein Team? Wenn wir schon dabei sind, machen wir weiter mit Real Madrid. Und zwar eine neue Karte von Real Madrid, sage ich jetzt mal so. Der ist ja noch relativ jung. So, der hat ja noch nicht mit Roberto Carlos und so gezockt. Aber wir brauchen auch junge Spieler in diesem Team, die jetzt Real Madrid ausmachen, die jetzt bei Real Madrid rasieren. Und wer rasiert bei Real Madrid momentan am meisten? Richtig. Nicht Vinicius Junior, unter anderem auch, sondern der Glatzkopf. Karim, the Dream, Benzema. Mit dieser wundervollen Karte. 86er Flashback-Karte. Wie gut passt denn die rein? Habt ihr die Flashbacks, Freunde, wo diese ganzen Leute bei Real gespielt haben? Irgendwie haben alle bei Real gespielt aus dem gesamten Team, außer Hakimi und Eusebio, merke ich gerade. Lol. Oh mein Gott, dieses Team sieht so schmackhaft aus, ne? Dieses Team sieht eindeutig schmackhaft aus. Aber wisst ihr, was jetzt passiert? Wir bringen einen Spieler rein, der das Team... Gareth Bale, du warst mal gut. Du hast doch noch eine 82er-Karte. Der Typ hatte so eine kranke Karriere vor sich und auf einmal ging es so krank nach unten. Man denkt, Wasserfall. Einfach... Nee, macht gar keinen Sinn, Bale. Macht gar keinen Sinn, was du da abgeliefert hast. Ich weiß, du hast ihn nicht mit dem Trainer verstanden, aber der hat auch nur auf der Bank so gechillt, mit Beine über Kreuz, am Handy gechillt, gepopelt. Alles gemacht, was er nicht machen sollte irgendwie, ne? Aber ich finde, er gehört hier ins Team. Er gehört hier ins Team. Und Freunde, last but not least, kommt noch ein Spieler in Sturm. Und das ist einer, der aber nicht Stürmer spielt, der bei uns im ZM spielen wird, weil wir im Ingame umformen werden. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Zu Ronaldo kommt noch dazu der einzig wahre Sechser. Ihr wisst selbst wen, oder? Richtig, Leute. Und wir kaufen ihn direkt als Stürmer. KK ist unser letzter, aber nicht allerletzter Spieler, weil die Bank noch kommt. Und die wird cool. Oh mein Gott, Freunde, sieht das geil aus. Wo ist er? Wo ist Kaka? Wo ist er? Da ist er. Was haben wir uns für ein Team gebaut? Was geht ab, Bro? Wir haben alle wieder beisammen. Alle vereint. Ob Roberto Carlos, ob Ramos, ob Benzema, Bale, Kaka, Cristiano Ronaldo. Sie sind alle beisammen. Und wer darf auf der Bank nicht fehlen? Ich zeig's euch. Afro aus England. Afro aus Brasilien. Noch ein Afro. Cool. Irgendein möchte gern Afro. Na, was glaubt ihr kommt als nächstes? Richtig. Ein Glatzkopf. Hä? Hattet ihr falsch? Dachtet ihr ein Afro? Nö. Schade. Schade, dass ihr dachtet, da kommt noch ein Afro. Und zu guter Letzt noch mal ein Japaner, damit auch meine japanischen Zuschauer glücklich sind. Ich übersetze nochmal kurz. Oh, ich hoffe, dass... war richtig. Wusstet ihr, dass ich richtig gut Vietnamesisch sprechen kann? Guck mal meine Team an. Da hat meine Team von... hab ich neu gekauft. Uiuiui. Gut, gut, gut. Und unser Trainer wird wieder Vieira, damit der in der Kabine mit denen oder in der Dusche bestenfalls mit den Spielern, falls sie jetzt scheiße spielen, nochmal ein Wörtchen reden kann, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ein Sieg und wir sind qualifiziert für die Weekend League. Eusebio Ronaldo, ich sag euch das jetzt schon mal, macht keine Scheiße, sonst haben wir gleich ein großes Problem. Das Team war teuer. Und die Afros werden enttäuscht. Wir gehen ins Spiel. Oh, knall die. Er hat sie dann und so. Was ist das denn? Irgendwie kriege ich in diesem Format immer nur Öler. Mach mal ein Eigentor. Lass mich mal gewinnen. Schade. Wisst ihr, was ich mache, Leute? Der schwitzt mir zu doll. Kein Bock, gegen so einen zu spielen. Ich gehe raus. Hier bei 0-0. Ich bin auch einer der neuen FIFA-Community. Bei 0-0 rausgehen. Gut. Oh, er hat Ronaldinho und Renato. Was? Aber weißt du, wen ich habe? Ich hab Kaka und Eusebio und Ronaldo. Und damit steht's 1-0. Vinicius hab ich auch noch, Brudi. Vinicius hab ich auch noch, Brudi. Vinicius hab ich auch noch, Brudi. Scheiße, er hat aber Coutinho und ich hab Casillas. Hohoho, ist der gut. Wie eine Katze. Was für Eusebio ist die Katze? Casillas ist die Katze. Bumm, kopfballstark bin ich auch noch. Oh mein Gott, der war auch für Benzema gedacht. Eusebio schnappt sich den einfach. Und jetzt ist er weg. Und jetzt ist er weg. Und jetzt ist er weg. Und da geht er in die Mitte. Und der Ball. Ich habe nicht mehr den Controller in der Hand gehabt, weil ich nicht wusste, was da passiert. Guckt, guckt, guckt. Bumm, gegen Pfosten. Und dann läuft er rein. Geil. Geh, 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 geh. Vinicius. Vinicius. Sieht Cristiano Ronaldo. Oh. Mach doch Dollar. Schieß Dollar. Und der Ball ist drin. Und der Typ wollte seine Playstation verkaufen. Geh, Eusebio. Dann mach du es nochmal. Mach du es nochmal. Nein, 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 nein.
Nein, Junge, Ronaldinho holt einen Elfmeter raus. Aber war auch klar, wer sonst, wenn nicht Ronaldinho. Ich halte den. Guck, 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 guck. Neymar? Wenn er den mit Neymar schießt, wäre los. Hey, ich hätte den safe mit Ronaldinho geschossen. Guck mal jetzt, wie ich den hab. Neymar kann doch keinen Elfmeter schießen. Wie los? Lol. Ja, und dann geht der so rein. Geil, Kaka. Geiler Ball. Und Benzema ist durch. Oh, Tito. Das wird zu viel langsam, was ich hier versuche. Das wird zu viel, das wird zu viel. Hakimi, Hakimi, Hakimi. Hoppala. Hoppala. Rotes Time Finish. Wenn wir die beiden schon kombinieren, dann muss es doch machbar sein irgendwie. Er macht Scorpion Kick! What the fuck? What the fuck? War das abseits? Nein. Elfmeter. Und wisst ihr, was jetzt ganz krass kommt? Ein No-Look Elfmeter Lupfer. Ich probier's. Oh mein Gott, der ging an die Latte! Wie respektlos bin ich bitte? Oh. No, 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 no. No? Okay. GG's, Freunde. Wir sind qualifiziert für die Weekend League mit Eusebio und Cristiano Ronaldo. Und wisst ihr, was der andere Teil der FIFA-Community ist? Der Teil, der jetzt ein paar Siege verschenkt. Oh, was finden wir für einen Gegner? Oh, was finden wir für einen Gegner? Oh, was passiert denn jetzt hier? Ihr habt vorhin den Teil der FIFA-Community gesehen, der uncool ist. Und das ist der coole Teil der FIFA-Community. Die ein Eigentor machen, dann Start drücken und dann rausgehen. Und nicht die Leute, die bei 0-0 quitten. Playoffs abgeschlossen, qualifiziert. Und die Packs öffnen wir natürlich auch. Was sind das für Müllpacks? Und das letzte. Draxler. Das war nichts. Lass trotzdem Like da, lass trotzdem Abonnent da, lass trotzdem Liebe da. Schreib mir in die Kommentare, wen ich als nächstes vereinen soll. Wir sind qualifiziert für die Weekend League. Wir sehen uns im Livestream. Peace.